So, herzlich willkommen zu diesem Video und ich habe gerade schon eine halbe Ewigkeit rumprobiert mit dem Licht. Ihr seht schon Hintergrund, Palmenmeer. Ich bin gerade im Urlaub und zwar in Spanien. Also wo bin ich gelandet? Sevilla, dann weiter nach Cordona, Granada, jetzt gerade ein bisschen am Meer. Und dann geht's auch schon morgen wieder weiter. Ist auf jeden Fall sehr schön, warmes Wetter. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Als erstes, ich bin natürlich jetzt hier im Urlaub, Trainingspause, also kann ich trainieren. Kann ich trainieren, ist natürlich so eine Sache. Also ich könnte jetzt immer ein paar Liegestützen machen. Ich hätte ein bisschen Widerstandsbänder mitnehmen können und so das grundsätzlich ein bisschen was machen. Auf jeden Fall, allerdings, es ist halt eine Woche und da habe ich habe die Woche zuvor wirklich sehr intensiv trainiert. Mich wirklich komplett zerstört bei den Trainings, auch Klimmzug-Challenge gemacht. Die 1000 Klimmzüge versucht zumindest, Hände sind immer noch nicht ganz regeneriert. Also tut noch ein bisschen weh, aber das... Die Klimmzug-Challenge müsstet ihr auch schon gesehen haben, die habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon hochgeladen, findet ihr hier oben. Und was ihr auch noch findet, ist das Video zu Trainingspausen, weil ich bin ja aktuell gerade auch in der Trainingspause, also wenn du da das anschauen willst, findest du ja auch oben. Was jetzt aber so war, so die Wochen bevor vorm Urlaub war jetzt, hatte ich so überlegt mit, ob ich meinen Trainingsplan jetzt so komplett ändere, also nicht nur den Trainingsplan an sich, sondern vor allem den Trainingssplit. Und die Überlegung war da tatsächlich zu so einem Bro-Split, also jede Muskelgruppe einzeln zu trainieren, also keine Ahnung. Brust, Beine, also Montag Brust, Dienstag Beine, dann Rücken, Arme, Schultern beispielsweise, ob ich sowas machen will. Und wie kommt man dazu? Das kommt später nochmal, aber ja, es waren halt Überlegungen. Gut, schon mal spoilern, kommt später, aber ich hab jetzt nichts geändert und habe auch nicht direkt vor, aber da habe ich wirklich viel überlegt. Und es ist ja auch immer die Sache jetzt, ja, man soll seine Muskeln zweimal die Woche trainieren, hört man sehr viel, belegen auch Studien in gewisser Weise. Allerdings gibt es auch viele Leute, die sagen, mit einmal geht's auch gut. Und irgendwie, ja, habe ich halt sehr viel hin und her überlegt. Was ich aber gemacht habe, also jetzt die Woche hier, paar Änderungen im Trainingsplan, was ich auch schon vorher überlegt hatte, nämlich aber gar nichts Großes. Also was war es eigentlich? Es war für die hintere Schulter, habe ich ein, zwei die Übungen ausgetauscht gegen andere Übungen. Da hatte ich nämlich einfach neue entdeckt, also ausprobiert, die ich gesehen habe. Und die habe ich so unglaublich gut gefühlt, dass ich die jetzt natürlich drin haben will im Trainingsplan. Und vielleicht hier und da nochmal einen Satz weniger in der Woche oder was weiß ich. Wenn du grundsätzlich meinen kompletten Trainingsplan anschauen willst, habe ich große Excel-Tabelle, findest du auch das Video hier oben. Und das nächste Learning, was ich mit euch teilen will, ist, wie wichtig Weiterbildung ist. Und zwar in dem Sinne... Also Weiterbildung denkt man ja vielleicht oft, ja, Bücher lesen, aber ich lese auch gerne Bücher, das überhaupt nichts Schlechtes, aber Weiterbildung kann in so vielerlei Hinsicht sein. Also Bücher lesen natürlich, Videos schauen, also YouTube-Videos, meine YouTube-Videos natürlich auch von anderen, klar, Podcasts hören, wenn du Blogs durchliest, Posts durchliest, wenn du Hörbücher hören, natürlich sowas, aber auch im Gespräch mit anderen. Es geht grundsätzlich, dass du dich weiterbildest und man lernt mit der Zeit so viel Neues dazu und dieses neue Wissen, wenn man es umsetzt, bringt einem ja so viele neue Möglichkeiten und Fortschritte. Dementsprechend ist es einfach nur dumm, würde ich ja mal sagen, sich nicht weiterzubilden. Und das habe ich jetzt vor allem auch gemerkt, in dem Sinne auch hat der Spruch passt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nämlich habe ich oft gesagt, ja, also mit Lesen, ich lese gerne so Bücher und da, ja, nee, ich habe keine Zeit, also kein Geheimnis, ich bin in der Schule, 11. Klasse und ja, ich habe keine Zeit, ich muss, wenn ich heimkomme oder vorher, dann mache ich halt Instagram, YouTube, TikTok oder gehe ins Gym, trainiere, esse und so weiter. Auf jeden Fall habe ich keine Zeit. Und was ich jetzt tatsächlich mache, ist... mir die Zeit zu nehmen und zwar in dem Sinne, dass ich mich in den großen Pausen in der Schule einmal 15 Minuten, einmal 20 Minuten einfach hinsetze und da lese. Und wäre ich früher irgendwie nie drauf gekommen, das ist wirklich perfekt, das macht mir Spaß, ist sogar eine Sache, die mir Spaß macht während der Schulzeit. Und das mache ich wirklich gerne, dadurch schaffe ich es auf jeden Fall jetzt wirklich gut zu lesen, ich komme voran. Die Woche vor den Ferien, was habe ich gelesen? Das Buch Der reichste Mann von Babylon. Ist wirklich ein schönes Buch, kann ich empfehlen. Und so sieht man einfach, wie sich Möglichkeiten ergeben können, wenn man es wirklich will. Beziehungsweise, was man auch eigentlich alles machen kann oder die Zeit optimaler nutzen. Und natürlich werden jetzt viele sagen, irgendwie, ja, komisch, was weiß ich, in der Schule hinsetzen in der Pause und zu lesen. Aber mir hilft es auf jeden Fall extrem, da dadurch wirklich die Weiterbildung auch in dem Sinne zu bekommen. Natürlich schaue ich auch viele YouTube-Videos und so, aber... zu lesen, das habe ich sonst irgendwie nicht so ganz, ich kam nicht dazu, obwohl es natürlich immer eine Frage der Prioritäten ist, aber so schaffe ich es jetzt auf jeden Fall und das finde ich wirklich super. Und was dann die anderen von mir denken, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Zusammengefasst natürlich interessiert mich nicht.
Jetzt kommen wir aber zum Punkt, wieso wollte ich überhaupt meinen Trainingsplan ändern? Und das Thema ist, ich stelle mir zumindest wahrscheinlich andere auch, die Frage, wie gut waren meine Fortschritte? Hätte es nicht besser sein können? Also grundsätzlich, ja, was habe ich gemacht? 12, 13 Kilo aufgebaut. Ich würde sagen, auch relativ lean. Und dennoch frage ich mich, keine Ahnung, wenn ich jetzt Bilder vergleiche, so krass sehe ich doch jetzt, wieso sehe ich nicht krasser aus? Wieso hätte ich nicht mehr Muskeln noch aufbauen können? Oder wie gute Fortschritte mache ich? Kraftwerte, da kann man sich natürlich auch wunderbar, also das ganze Thema mit vergleichen mit anderen, will ich jetzt hier gar nicht aufrollen, aber auf Social Media oder so sehe ich ja, keine Ahnung, was dann andere beim Bankdrücken oder so machen, dann sehe ich mich und ich mache beim Bankdrücken wirklich nur schlecht Fortschritte, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Da war ich einfach nicht zufrieden und dementsprechend habe ich auch überlegt, ist mein Trainingsansatz, den ich gerade verfolge, überhaupt der richtige? Sollte ich da nicht wirklich was ändern? Und ich ändere nichts, so viel schon mal vorweg. Und ich habe jetzt auch, also was war das große Problem bei mir? Seit November gehe ich jetzt ins Gym und trainiere nicht mehr zu Hause. Also vorher habe ich zu Hause trainiert mit Equipment, war eigentlich auch ganz cool. Aber ein richtiges Fitnessstudio ist natürlich nochmal ein anderes Level mit den ganzen Trainingsgeräten, die man dort hat. Allerdings, das Problem war bei mir, ich fahre, dadurch, dass ich ins Fitnessstudio gehe, eine Stunde am Tag fahre zusätzlich. Und könnt ihr euch vorstellen, das macht natürlich extreme Probleme regenerativ. Das heißt, ich trainiere sehr intensiv meine Beine, zweimal die Woche, und habe dann natürlich Muskelkater. Und jetzt kommt das Problem, dass ich einfach nicht so wirklich gut regeneriere, wenn ich jeden Tag meine Beine eine Stunde lang belaste. Also gut, aber es ist eine Belastung, das Fahrradfahren, und die Regeneration bleibt dadurch ein bisschen auf der Strecke liegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die anderen Muskelgruppen davon natürlich so runtergezogen werden. In dem Sinne, dass wenn die Beine nicht regenerieren, die anderen auch nicht regenerieren oder nicht so gute Fortschritte machen. Insgesamt hat es einfach auch nicht so Spaß gemacht, wenn die Beine bis zum nächsten Training waren sie nie wirklich komplett regeneriert. Es war immer so ein bisschen ein Krampf, was weiß ich. Ja, es hat auf jeden Fall nicht so Spaß gemacht, aber Ich hätte das Video natürlich auch schon vor Wochen, Monaten machen können. Aber es soll jetzt nicht so, ja, mir geht so schlecht, ich mache keine Fortschritte, bla bla bla. Die Lösung war mir eigentlich von Anfang an bewusst, aber was mache ich statt Fahrradfahren? Autofahren kommt nicht in Frage. Ich habe noch keinen Führerschein, bin gerade dabei, aber einen E-Scooter brauche ich. Und das war mir eigentlich schon Dezember oder so bewusst, dass ich einen E-Scooter haben will. Die Sache war aber, dass ich mir ihn selber kaufen wollte und dementsprechend ich erstmal Geld brauche. Ja, wie auch immer, soll jetzt nicht über Finanzen gehen oder so. Ich wollte es halt mit meinem eigenen Geld kaufen und liquide Mittel hatte ich jetzt halt nicht ganz so. Aber wie auch immer, jetzt zum heutigen Punkt, wenn du das Video schaust, habe ich auf jeden Fall meinen E-Scooter schon. Ich werde ihn übermorgen bestellen. Und wenn du das Video siehst, werde ich ihn auf jeden Fall schon haben. Und da freue ich mich wirklich sehr, weil damit schaffe ich die Beine aus der Regeneration raus. Und meinen restlichen Trainingsansatz halte ich eigentlich für ziemlich gut, um das jetzt mal so dahin zu stellen. Natürlich, die Fortschritte beweisen es dann, die ich machen kann, werde, was weiß ich. Also, soll jetzt nicht sein, dass mein Vor... Ja, ihr wisst, was ich meine. Worum es mir geht, ist, ich freue mich wirklich riesig, dass ich dann den E-Scooter haben werde. Und dann wirklich vollen Fokus geben. Und dann bin ich sehr gespannt, was wirklich jetzt wirklich geht. Weil wenn ich die Beine nicht mehr so... Also das ist meine Hoffnung, dass wenn die Beine keine Regenerationsprobleme machen, ich grundsätzlich am ganzen Körper viel, viel bessere Fortschritte noch machen werde. Also erscheint mir zumindest logisch. Und da freue ich mich sehr drauf. Und im nächsten Video, also das nächste Update-Video, das vierte dann, werde ich auf jeden Fall berichten, wie es so vorangeht, wie sich alles anfühlt, Fortschritte und so weiter. Von daher bleib auf jeden Fall dran und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne dem Video ein Like da und abonniere den Kanal, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, Probleme oder was weiß ich, dann schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht. Ich helfe da wirklich immer gerne.